Durch dieses Video bekommst du genau den Push, den du brauchst, wenn du beispielsweise durch eine lange Klausurenphase oder die noch längere Abiturvorbereitung gerade einfach eine stressige Phase hast, wo du einfach so ein bisschen den Kopf hängen lässt. Und genau deswegen starten wir jetzt direkt rein. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und gerade wenn wir echt länger für irgendwas lernen müssen, Klausurenphase, Abi-Vorbereitung, was auch immer, da kommt jeder an den Punkt, wo er sich denkt, ich pack's einfach nicht mehr. Ich pack's einfach nicht. Man sitzt an seinem Schreibtisch und denkt sich, ich will nicht mehr. Und genau dafür ist jetzt dieses Video dein Heilmittel. Erstens, es ist vollkommen normal. Ja, jeder hat solche Momente, auch ich. Auch ich. Bevor ich dieses Video aufgenommen habe, dachte ich mir, ich habe jetzt keinen Bock, noch ein Skript zu schreiben. Ich habe es keinen Bock. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja, ich habe es trotzdem gemacht. Nichtsdestotrotz, jeder kommt an diesen Punkt. Ist auch mal okay, wenn du dann nicht das noch machst, was du dir vorgenommen hast. Es ist vollkommen okay. Es passiert dem Besten. Es passiert dem Besten. Glaub mir. Ich habe schon so viele Leute jetzt auch betreut. Das passiert jedem. Jedem. Auch der 1,0 Schülerin, wo du denkst, ey, Alter, wie krass ist die denn? Die hat ja nie. Doch, hat die auch. Doch, hat die auch. Deswegen, gesteh dir das ein, akzeptiere das, geh damit Selbstliebe mit dir um und sei dir einfach bewusst, dass wenn du dich da reinsteigst und unzufrieden damit bist, das macht alles nur schlimmer, deswegen geh da erst gar nicht drauf ein. Zweitens, gönne dir ernsthafte Pausen und die Betonung liegt hier so stark auf ernsthafte Pausen. Damit ist nämlich nicht gemeint, einfach mal 3 Stunden am Nachmittag zu pennen oder einfach am Handy zu sein, sondern wirklich was Qualitatives. Entspann dich, ja, lass dir eine Badewanne ein, geh spazieren. Treff dich mit Freunden. Irgendwas, was dich wirklich entspannen lässt. Weil du musst einfach auch mal wieder in einer guten Stimmung sein. Mal wieder runterfahren, um dann schlussendlich auch durchstarten zu können. Drittens, hab das Ende im Blick. Ja, es ist vielleicht bloß noch ein paar Monate, vielleicht ist es bloß noch ein paar Wochen, vielleicht ist es sogar bloß noch ein paar Tage. Und dann hast du es ja schon. Dann hast du es ja schon. Dann ist die Prüfung da und dann kannst du alles rausholen und dann war's das. Ja, oder es kommen mehrere Prüfungen jetzt in Bezug aufs Abitur hintereinander. Dann war es das, ja. Hab das Ende im Blick. Wenn du weißt, okay, danach habe ich es geschafft. Das hilft immer so oft, einfach mal einen Ticken mehr durchziehen. Sie noch einmal hinsetzen. Sag dir immer, nur noch einmal, nur noch einmal, nur noch einmal. Und dann wird das Ganze auch wesentlich schneller vorbei sein, als du eigentlich gedacht hättest. Viertens, done is better than perfect. Das bedeutet, auch wenn du sonst immer extrem große Wert darauf legst, zu sagen, boah, ich will meine Zusammenfassung richtig schön machen mit Blümchen und farbig und so weiter. Ey, lieber hast du eine nicht so schöne Zusammenfassung, hast eine 80% Zusammenfassung als gar keine. Ja? Also bitte, bitte, gerade wenn es hart wird, vor allem da den Perfektionismus ablegen, einfach sagen, okay, shit, Alter, obwohl ich das, auch wenn ich das nicht mehr mit meinem kompletten Gehirn mir gerade durchlese, lieber habe ich es heute Abend nochmal durchgelesen, anstatt es gar nicht durchgelesen zu haben. Also ich einfach auch mal mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Hauptsache, man macht irgendwie in irgendeiner Art und Weise Fortschritt. Fünftens, sei stolz auf dich. Der Fakt, dass du an diesen Punkt jetzt gekommen bist, wo du sagst, ey, ich pack's nicht mehr. Das zeigt einfach nur, dass du wirklich Gas gibst, dass du alles gibst und dass es auf jeden Fall schon bevor die Ergebnisse kommen, ein ganz krasser Grund, warum du stolz auf dich sein kannst. Vollkommen stolz. Und vergleich dich auch nicht mit anderen, sondern wenn du an dein persönliches Limit gekommen bist, dann kannst du da stolz drauf sein. Und morgen kannst du einfach wieder anfangen. Ja, auch dieser Stolz, dass du so weit schon gekommen bist, nutze es als Push, um auch noch weiter zu gehen, ja. Und wenn du noch weiter gehen willst, dann kannst du dich natürlich in unser Traumabitur-Coaching eintragen. Auch hierzu unter diesem Video der Link. Einfach eintragen, Zeitpunkt auswählen, wann du verfügbar bist, deine Nummer eingeben. Dann ruft dich jemand aus unserem Team an, wird einfach schauen, wo stehst du, wo bist du hin, können wir dir helfen. Wenn ja, werden wir beide sehr bald persönlich auch miteinander sprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Deswegen trage ich gerne hier unten unter dem Video im allerersten Link mit deiner Uhrzeit und deiner Telefonnummer ein. Und dann hören wir uns vielleicht wirklich schon bald. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.